Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mir mit euch wieder mal eine Überwachungskamera anschauen. Und zwar habe ich hier mal auf einige Zuschauer gehört, die unter anderen Videos immer geschrieben haben, schön und gut die Überwachungskameras, die du vorstellst, aber die sind einfach viel zu teuer. Jetzt habe ich mir hier mal eine Überwachungskamera herausgesucht mit einigen brauchbaren bis guten Features, die aber exorbitant günstig ist. Ich habe die Kamera für 49 Euro gekauft. Wie der aktuelle Preis ist, die Kamera ist auch teilweise aufgrund des günstigen Preises sehr oft vergriffen, findet ihr unten in meiner Videobeschreibung. So, schauen wir kurz mal auf die Features der Kamera. Die Kamera in sich oder an sich ist eine Dome-Kamera, das heißt, wir können sie außen verwenden. Sie ist natürlich dementsprechend auch wasserdicht. Wir können eine SD-Karte einbringen. Wir haben eine Bewegungserkennung, können sie steuern, das heißt, wir können sie bewegen, können Objekte verfolgen, können hier diverse Laufwege abfahren und ganz wichtig, sie hat 2K und eine Nachtsicht und hier verspricht der Hersteller eine farbige Nachtsicht. Hier möchte ich mal schauen, wie das aussieht. Also nehmen wir einfach mal ganz schnell diese Kamera in Betrieb und schauen, was sie leisten kann. So, die Kamera an sich macht einen plastischen Eindruck und ist auch relativ handlich. Ihr seht, ich kann sie hier in zwei Händen halten. Wichtig, bevor ihr die Kamera in Betrieb nehmt, hier sind diverse Schutzfolien angebracht. Diese müsst ihr entfernen. Sie lassen sich teilweise auch recht schwer entfernen. Also klubbert diese bitte ab. Das könnte dann sonst eure Nachtsicht etwas beeinträchtigen. So, ich versuche diese Folie jetzt mal zu entfernen. Habe sie abbekommen. Ihr wollt ja natürlich mit dieser Kamera eventuell auch Aufzeichnungen machen. Diese Kamera kann Aufzeichnungen erstellen. Diese werden in einer SD-Karte oder auf einer SD-Karte gespeichert. Diese befindet sich hier unter dieser Gummiabdeckung. Hier findet ihr übrigens auch den Reset-Schalter. Wichtiger Punkt, die SD-Karte ist hier nicht geschützt. Das heißt, man kann hier einfach hingehen und die SD-Karte herausnehmen. Das ist ein Punkt, der gefällt mir nicht ganz so gut, ist aber wahrscheinlich auch dem Preis geschuldet. Denn wie gesagt, wir haben hier einen sehr, sehr günstigen Preis. Dementsprechend würde ich euch generell empfehlen, wenn ihr diese Kamera wirklich im Außenbereich verwendet, hängt sie hoch genug, so kann man die SD-Karte euch nicht klauen. Im Endeffekt könnte man ja sowieso die Kamera auch abschlagen oder andere Dinge machen. Das wird ja auch ganz gerne immer gemacht. So, zur Installation. Die Installation ist auch ganz einfach durchzuführen. Wir haben hier dieses Befestigungsteil, das schraubt ihr einfach an die Wand und könnt dann hier die Kamera einklippen. Auch hier muss ich gleich dazu sagen, hier könnte man natürlich auch ganz schnell die Kamera stehlen, indem man sie quasi einfach von der Wand abzieht. Hierzu würde ich euch eventuell empfehlen, die Kamera vielleicht nochmal hier anzukleben oder anderweitig mit einem Kabelbinder zu sichern. Die Kamera hat hier 2 WLAN-Antennen für die Kommunikation. Ich hoffe mal, dass diese recht gut ist. Wie gesagt, die Antennen sind auch ziemlich groß. Und dann können wir eigentlich schon die Kamera in Betrieb nehmen. Zum Inbetriebnehmen der Kamera haben wir im Lieferumfang ein USB-Kabel. Wichtig, der Stecker ist auf keinen Fall wasserdicht. Den müsst ihr irgendwo im geschützten Bereich einbringen. Das USB-Kabel wird hier unten in diese kleine Abdeckung gesteckt. Wir haben hier auch so ein Freischnittfeld. Hier könnt ihr dann das USB-Kabel quasi einarbeiten. Ich nehme das einfach mal hier raus. So sieht das dann aus. Und so könnt ihr dann das USB-Kabel auch feuchtigkeitsgeschützt, wassergeschützt hier einbringen. Man sollte eventuell aber trotzdem darauf achten, dass man die Kamera nicht so rum hinhängt. Dann ist natürlich keine Wasserfestigkeit mehr gegeben. So, um die Kamera in Betrieb zu nehmen, verbinden wir sie jetzt einfach mal mit dem Stromnetz und testen mal, was wir mit der Kamera machen können. So, wir sehen, nach dem Betriebnahme fährt die Kamera sofort hoch und macht einen kleinen Selbsttest. Das sind wir auch von anderen Kameras gewöhnt. Jetzt möchte ich mal wissen, wie wir die Kamera in unser WLAN-Netz einbinden können. Dafür nehmen wir uns einfach mal die Bedienungsanleitung der Gala U2K Kamera. Und wichtig, diese ist natürlich auch hier in verschiedenen Sprachen ausgeführt. Wir suchen uns Deutsch und finden gleich auf der ersten Seite unseren Verweis auf den Google Store. Das heißt, wir haben auch einen QR-Code. Hiermit können wir quasi den Code einscannen und uns die dementsprechende App zur Einrichtung herunterladen. Das mache ich jetzt einfach mal und registriere mich dort. Zum Herunterladen der App auch ein ganz wichtiger Hinweis. Die Vansview Cloud App findet ihr natürlich im App Store wie auch im Apple Store. Der QR-Code wird euch aber auf die Herstellerseite verlinken. Dort könnt ihr die App auch herunterladen. Ich bin immer kein besonderer Fan davon, die Apps außerhalb vom Store herunterzuladen, da ich hier einen gewissen Schutz noch haben will. Deswegen lade ich die Apps nur aus dem Store herunter. Das empfehle ich euch natürlich auch.
So, das Anmelden bei dieser App war relativ problemlos und auch erfreulich. Diese App hatte nur eine Anfrage an mein Handy, und zwar die Speicherfreigabe. Standort wurde hier bis jetzt noch nicht angefragt. Speicher brauchen wir. Wir wollen ja unsere Fotos, die wir hier machen, auf unseren Speicher speichern. Wie verbinden wir nun die Kamera mit der App? Das ist ganz einfach. Wir klicken auf Gerät hinzufügen. Suchen das dementsprechend passende Gerät hier aus der Liste heraus. Der Hersteller hat wirklich sehr viele Geräte im Angebot. Ich verwende jetzt hier einfach mal diese Außenkamera. Jetzt wählen wir die Verbindungsvariante aus. Ich empfehle euch, die einfachste Variante hier über die App zu wählen. Und wir starten einfach mal den Verbindungsaufbau. Hierfür müssen wir natürlich mit der Kamera arbeiten, also Benutzung der App, die Kamera zulassen. Scannen hier den vergebenen QR-Code und folgen einfach den Bildschirmanweisungen. Das heißt, wir sollen hier mal kurz nachschauen, ob die LED blinkt. Ich sehe jetzt hier eigentlich keine blinkende LED, doch hier vorne, hier blinkt die LED. Blinkt. Jetzt braucht die Kamera den Standort. Ich gebe ihn mal nur bei Benutzung der App heraus und verbinde mich per WLAN direkt mit dem Gerät. Wenn das nicht funktioniert, müsst ihr hier zur WLAN-Einstellung eures Smartphones gehen und euch direkt mit der Kamera verbinden. Bei mir scheint es auch nicht funktioniert zu haben, deswegen mache ich das jetzt mal manuell. Das heißt, ich wähle hier meine Internetverbindung. Das kann bei neueren Smartphones zu Problemen führen oder auch bei neueren Android-Versionen sind die Rechte eventuell nicht mehr so freigegeben, wie sie das damals waren. Wir scannen jetzt einfach mal nach allen möglichen WLANs in der Umgebung. Hier haben wir die Kamera schon gefunden. Ich öffne sie und verbinde mich einfach mal mit dieser Kamera. Gehe jetzt zur App zurück und bestätige das nochmal. So, jetzt scannt die Kamera die WLANs in der Umgebung. Ich wähle jetzt einfach mal eines aus von meinen WLAN und gebe hier mein Passwort ein. Auch hier wieder der obligatorische Hinweis. Diese Kamera unterstützt natürlich auch nur 2,4 GHz WLAN. Das ist aber auch dem Preis geschuldet, denn ein 5 GHz WLAN, die Module, die wir hier für die Verbindung brauchen, sind einfach teurer und wären in diesem Preis wahrscheinlich auch nicht drin gewesen. Der Vorteil, 2,4 GHz WLAN hat dementsprechend meistens auch eine größere Reichweite und ihr habt somit dann auch die Möglichkeit, die Kamera etwas weiter von eurem Router aufzuhängen, entfernt aufzuhängen. So, jetzt schauen wir mal, ob die Verbindung funktioniert. Das Pairing ist erfolgreich. Sie können die Kamera jetzt verwenden. Das hat ja mal sehr gut funktioniert. Ungefähr habe ich anderthalb Minuten gewartet. Jetzt ist die Verbindung hergestellt. Wir geben der Kamera einen individuellen Namen und können dann natürlich auch noch festlegen, wo die Kamera sich befindet. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie also quasi auch noch einem Raum zuordnen. Haben wir das gemacht? Bestätigen wir das. Uns wird dann als nächstes auch ein Cloud-Speicher vorgeschlagen. Cloud-Speicher ist nicht so meins. Ich speichere lieber meine Daten hier bei mir zu Hause. Wenn ihr das nutzen wollt, könnt ihr das gerne probieren. Wichtig, Cloud-Speicher verursacht aber auch automatisch Kosten. Deswegen werde ich das jetzt hier mal überspringen. So, die Kamera scheint verbunden zu sein und wir schauen mal auf die Kamera. So, auf den ersten Blick scheint die Bildqualität wirklich gut zu sein. So, wir schauen mal, was wir hier noch einstellen können. Wir sehen jetzt, wir arbeiten in Full HD, können aber auch die Bildqualität reduzieren auf SD. Wozu sollte man sowas machen? Ganz einfach, wenn ihr unterwegs seid, habt nur eine instabile Handyverbindung oder nicht so viel Datenvolumen, könnt ihr natürlich auch mit SD euch über die Kamera verbinden und so habt ihr einen geringeren Datenverbrauch. Wichtig, wir haben alle wichtigen Features. Wir können hören, was um die Kamera herum passiert. Das habt ihr gerade durch die Rückkopplung mitbekommen. Dann können wir natürlich mit der Gegenseite sprechen. Macht Sinn, wenn ihr so eine Kamera an eure Haustür anbringt. Ich versuche das einfach mal. Wir tippen hier drauf. Test, test, test. Okay, das klappt. Das klappt teilweise sogar zu gut. Ihr hört es. Also ihr seht, das hat hervorragend funktioniert. Ihr müsst halt aufpassen, wenn ihr zu nah an der Kamera seid, habt ihr eine Wahnsinnsrückkopplung. Ich hatte jetzt auch ein Problem. Ich konnte jetzt das Mikrofon nicht ausschalten, musste die App nochmal neu starten. Jetzt ist aber das Problem wieder weg. War wahrscheinlich nur ein kleiner Bug. So, wir haben natürlich die Möglichkeit, jetzt hier Videoaufzeichnungen zu starten. Das heißt, ihr könnt jetzt direkt eine Videoaufzeichnung auf euren Smartphone speichern, Fotos machen, wie gehabt. Wir haben die Möglichkeit, Alarmeinstellungen festzulegen oder mehr sagen, hier anzuschauen. Wir sehen, wann haben wir hier eine Alarmregistrierung gehabt. Dann haben wir Wiedergabe. Wir können dann dementsprechend Aufzeichnungen wiedergeben, die wir hier gemacht haben. Wir können natürlich auch die Cloud nutzen. Dann haben wir eine Steuerkonsole. Das ist wichtig. Wir können diese Kamera natürlich frei im Raum bewegen. Ihr seht das hier. Ich kann schön hier herumfahren und kann mir dann quasi alles anschauen. Das ist alles soweit so gut und so wie bei den meisten Kameras auch. Dann haben wir noch Position, Licht. Wir schauen mal in das Licht
hinein. Das Licht ist wahrscheinlich hier die Infrarotbeleuchtung gemeint. Hier haben wir aber keine Infrarotbeleuchtung, hier haben wir eine richtige Beleuchtung. Das heißt, wir sehen hier richtige, ordentliche Lampen, können jetzt quasi Licht einschalten, wenn wir hier nochmal uns näher anschauen wollen. Intelligentes Licht ist eingeschaltet, das heißt, die Lampe schaltet sich ein, wenn eine Bewegung erkennbar ist, und einen Timer könnt ihr hier auch erstellen für die Lampe. So, das waren jetzt die vier Standard-LEDs. Ich sehe aber auch noch Infrarot-LEDs. Jetzt müssten wir mal testen, ob das dann auch funktioniert. Wir gucken aber noch mal, was hier noch für Funktionen zur Verfügung stehen, nämlich die Alarmfunktion. So, Alarmton. Wir können jetzt hier einen Alarmton vergeben. Okay. Dieser wird dann ausgelöst, wenn sich irgendwas vor der Kamera bewegt oder ein lautes Geräusch vor der Kamera entsteht. Wäre jetzt vielleicht sinnvoll, wenn ich die Kamera hier in meinem Raum habe und würde sie dann auch gleichzeitig als Sirene nutzen. Wir können dann natürlich auch die Auslösung noch festlegen, zum Beispiel hier nur durch Bewegung. Das klappt, wie ihr seht, auch hervorragend. So, weitere Einstellungen. Was können wir denn noch alles so machen? Wir können Familienmitglieder einladen. Das heißt, das ist auch schön. So können wir die Kamera teilen und andere können auch darauf zugreifen. Erweiterte Einstellungen. Da haben wir dann die Standardeinstellungen zu dem Bild und der LED. Lokale Anwendung. In der lokalen Anwendung könnt ihr hier Ports freigeben. Das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn ihr andere Apps oder Software verwendet, um auf die Kamera zuzugreifen. So mache ich das zum Beispiel. So könnt ihr hier die Ports dann dementsprechend auch freigeben oder ein lokales Konto erstellen. Das braucht ihr, wenn ihr zum Beispiel von eurem Rechner auf die Kamera zugreifen wollt. Das ist für mich äußerst interessant, da nämlich eigentlich meine Kameras nie mit irgendeiner Cloud verbunden sind und auch nie mit dem Internet kommunizieren. Ich bin eigentlich jemand, der alle Daten hier im Haus behält. Und wenn, dann speichere ich, wie gesagt, entweder auf der SD-Karte oder in meinen Cloud-Servern, die hier überall im Haus stehen. Das könnt ihr dann hier auch machen. Hier könnt ihr einen Nutzernamen vergeben und ein Passwort. Das ist hier schon original vergeben. Das könnt ihr dann dementsprechend auch nochmal ändern, wenn ihr das verwenden wollt. So, dann schauen wir mal weiter. Datenschutzeinstellungen. Die Datenschutzeinstellung ist natürlich sinnvoll. Habt ihr ein Geschäft, habt die Kamera aufgehangen, könnt ihr natürlich so einstellen, dass sie zu diversen Zeiten einfach nicht arbeitet. Zum Beispiel zu den Betriebszeiten, wenn man seine Angestellten hier im Raum hat. Möchte man ja nicht diese überwachen, also schaltet man das aus. Oder wenn man selber nicht überwacht wird. So, die Zeitzone und sowas ist eigentlich selbsterklärend. Bewegungserkennung, Alarm ist auch selbsterklärend. Timerlicht. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Licht. Hier haben wir Zeitpläne oder automatisches Licht. Das werden wir einfach mal lassen. Und ich teste jetzt mal die Nachtsicht. Hier drin in diesem Raum kann ich es sehr dunkel machen. Das versuchen wir einfach mal und testen jetzt mal die Nachtsicht dieser Kamera. So, wie ihr seht, seht ihr eigentlich hier nichts mehr, bis auf meinen Smartphone-Bildschirm. Wir sehen, die Kamera hat die Bewegung erkannt und konnte mich dann so anleuchten. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ich es hinbekommen kann, dass ich hier nur die Nachtsicht-LEDs verwenden kann. So, jetzt haben wir mal nur die Nachtsicht-LEDs an. Lasst euch hier von meiner Kamera nicht irritieren. Hier ist es wirklich stockdunkel. Und wir schauen uns mal jetzt die Nachtsicht an. Ich wähle wieder die Kamera aus. So, und hier seht ihr jetzt einfach mal eine Nachtsichtaufnahme dieser Kamera. Das heißt, ich spreche jetzt mal in diese Kamera hinein und ich würde mal sagen, das ist im Großen und Ganzen sehr brauchbar. Wir können jetzt auch mal durch den Raum schwenken und ich möchte mal behaupten, dass hier die Nachtsicht auch recht gut ist und man doch eine ziemlich gute Übersicht des Raumes auch bei Dunkelheit hat. So, um die Kamera nun richtig nutzen zu können, so wie ich es eigentlich möchte, wäre es schön, wenn ich natürlich mit Fremdprogrammen auf die Kamera zugreifen kann. FTP-fähig ist die Kamera leider nicht, das heißt, sie kann die Daten nicht direkt auf eine andere Festplatte oder auf einen meiner FTP-Server speichern, aber ich kann den Umweg über diverse Programme gehen, die jetzt quasi über Passwort sich mit dieser Kamera verbinden können. Das hatte ich euch ja vorhin schon mal gezeigt. Das heißt, ihr geht hier in die Einstellungen, wählt hier lokale Anwendung und gebt dann hier dementsprechend die dementsprechenden Verbindungen frei. Ich nehme hier die ONVIF-Verbindung, die gebe ich jetzt einfach mal frei, gebe hier den Port 8899 frei und setze einfach mal ein Passwort und einen Nutzername. Jetzt habe ich hier einfach mal ganz schnell auf Windows, um es zu demonstrieren, einfach mal so ein Programm heruntergeladen, was hier frei erhältlich ist. Damit können wir auf die Kamera zugreifen. Ich habe in der Zwischenzeit auch mal versucht, über das Web auf die Kamera zuzugreifen. Also nicht über das Web, sondern über mein internes Netz. Die Netzwerkadresse findet ihr übrigens, wenn ihr hier oben
in den Einstellungen direkt auf die Kamera klickt und dann wird euch die Netzadresse gegeben. Wir haben ja auch dementsprechend einen Port freigegeben, das habe ich hier gleich mal angehangen. Ihr seht aber, das funktioniert nicht, kann also so nicht auf die Kamera zugreifen, aber wir versuchen jetzt mal direkt Bilder aus der Kamera zu streamen. Dafür habe ich mir die Kamera hier einfach mal eingerichtet. Ich habe ihr einfach einen Namen gegeben, habe die Internetadresse eingegeben oder mehr sagen die Netzwerkadresse in meinem Netzwerk, den Port hinten angehangen. Das müsst ihr mal schauen, wie das bei den verschiedenen Programmen läuft, die ihr da verwendet. Einen Usernamen habe ich jetzt einfach auch mal vergeben und ein Passwort. Dementsprechend haben wir hier alle Grundeinstellungen vorgenommen. Wir können das auch noch freigeben. Den Port hat mir ja vorhin auch freigegeben, also 554. Im Großen und Ganzen können wir eigentlich alles so übernehmen, wie es hier ist, speichern das mal und wie ihr seht, können wir uns das Bild der Kamera hier anschauen. Wir können die Kamera auch bewegen. So, jetzt habe ich die Kamera mal hergeholt. Jetzt möchte ich einfach mal die Kamera auch bewegen. Das heißt, wir haben hier eine Steuermöglichkeit und ihr seht, auch das funktioniert etwas zeitversetzt, aber ist also möglich. Also können wir quasi auch die Kamera mit Fremd-Apps steuern. Das ist mir schon sehr viel wert, denn viele Kameras, die man teilweise in diesem Preissegment kaufen kann, haben das nicht. Die können dann quasi nur über die hauseigene App gesteuert werden. Hier habt ihr wenigstens die Möglichkeit, noch von außen auf der Kamera oder auf die Kamera zuzugreifen in eurem Netzwerk und hier vielleicht auch dementsprechend über einen passenden Rekorder, den kann man sich ja auch kaufen. Es gibt dementsprechende Festplattenrekorder, auch direkt diese Kamera auf den Rekorder aufzeichnen. Zu der Bildqualität. Im Moment ist die Kamera hier auf SD eingestellt. Ich kann aber auch hier in dem Programm eine höhere Bildqualität abfragen, denn diese Kamera schafft ja bis zu 2K Video. So, das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen schon zu dieser Kamera. Ich möchte mal sagen, für 49 Euro kann man hier nicht viel falsch machen. Also hat man hier quasi eine günstige Kamera, mit der man schon mal in den Bereich der IP-Kameras starten kann oder vielleicht nochmal ein kleines Objekt observieren kann, ohne viel Geld auszugeben. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von den günstigen Kameras. Ich bevorzuge hier professionelle Systeme. Aber wie gesagt, für den schmalen Geldbeutel kann man so eine Kamera eventuell doch mal in Betracht ziehen. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, mein Video hat euch in irgendeiner Form und Art und Weise weitergeholfen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.